Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 6. Wir hatten gerade einen harten Kampf gegen Valkyren und werden uns jetzt mal mit ein paar Samurais anlegen. Oh ja, los. Erweckt sie wieder zu Leben. Gar nicht gut. Ninjas und Samurais und der Hauptgegner ist der Hayato Daikuta, der für meinen Sam richtig coole Sachen dabei hat. Ja. Mal schauen, wie wir das hinkriegen jetzt. Auf jeden Fall machen wir Stille auf die drauf. Wieder dieselbe Taktik, das ging eigentlich ganz gut. Schläfern wir mal so ein paar ein. Ja, komm. Nochmal schläfern auf die. Und die unteren beiden machen auch Schlaf. Mal schauen, wie viel wir eingeschläfert kriegen. Wäre ja schon erfreulich, wenn wir da ein bisschen was dezimieren könnten. Nicht betroffen, nicht betroffen, nicht betroffen. Ja, fängt schon mal gut an. Einnahme. Ja, ihr seht das schon. Übelster Schaden. Scheint ja nicht gut zu klappen mit dem Sleep. Hä? Was war das denn jetzt gerade? Krass. Okay, wie gehen wir am besten vor da? Brauchen auf jeden Fall etwas Magieschutz. Puh. Auf ein neues. Okay. Sind ja leider keine Untoten. Mist. Kann ich auch nicht irgendwie dezimieren, ruckzuck schnell. Also, auf jeden Fall Stille. Schlaf hat nicht geklappt. Also, schnell Schaden machen und hoffen, dass wir sie down kriegen. Mal versuchen. Halt, das war nicht höchste Stufe. Ja, versuche ich mal Stille auf die und ich versuche Stille auf die darunter, damit die sich schon mal nicht mal verstecken können. Das wird hart. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf schon machen kann. Vielleicht nicht noch ein paar Stufen hochgrinden muss. Ja, ja, ich weiß, ihr seid gemein. Ah, ihr seid so gemein. Puh. Da kommen die Ninjas. So. Ja, kann ich direkt schon anfangen, mich zu heilen. Und zwar auf höchster Stufe.
einmal zuschlagen. Und zwar. Den Obermotzi, würde ich sagen. Säure können wir einmal machen. Du heilst bitte, höchste Stufe. Auf. Ich glaube, wir versuchen mit dir mal ein Wort des Todes. Wie hoch können wir das jetzt machen? Stufe 4. Nahema. Versucht mal Stille auf den Obermotz. Wakizashi plus 1, beste Sekundärwaffe. Los, heilt ihn! Oh Gott, war das knapp. Beste Sekundärwaffe für die. Oh, Wort des Todes klappt gut. Klappt sehr gut. Ah. Morgs. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, ich muss volle Pulle einfach immer weiter Magie drauf. Halt. Abbruch. Naja, das versuchen wir jetzt auch. Wir machen volle Möhre immer weiter alles drauf. Und hoffen, die so schnell wie möglich down zu kriegen. Fangen gar nicht erst an mit Stille oder sowas, oder? Machen wir nicht. Testen das mal. Schnellstmöglich down machen. Kannst versuchen, den einmal zu vergiften. Das können wir noch reinnehmen. Draufhauen. So, du machst deinen stärksten Zauber, Wort des Todes. Du machst am besten jetzt ein paar Mal. Schade, dass ich hier noch keine sowas habe. Stufe 7 Zauber. Komm, du machst Feuerbälle. Schadenszauber auf die da unten. Schauen wir noch mal, wie wir da vorankommen mit. Okay, wenn ich keine Stille mache, fangen sie direkt mit Schlafzaubern an. Das geht also auch nicht. Brrr, ich muss Stille machen. Jetzt habe ich ein Problem. Schlafzauber bringt mir nämlich auch nichts. Kann man sich nicht wehren, wird auf jeden Fall getroffen. Oder ich nehme einfach einen Tod in Kauf oder zwei. Tut die dann wiederbeleben. Würde dann aber Vitalität, also Attributswerte, sind verschlechtert. Ich glaube, sogar kritischer Schaden oder sowas geht dann auch runter oder so. Trefferquote. Das wäre blöd. Na gut, fangen wir erstmal an. Wieder mit Stille. Auf den Hauptkerl. Jedes kleine bisschen weniger hilft. Also machen wir einen Schlaf auf die 6 Samurais. Versuchen Gift auf den Hauptkerl.
Blitz auf den Hauptkerl. Stille auf die unteren drei. Stille auf die. So, jetzt haben wir auf alle Stille schon mal drauf. Ah, der fängt direkt mit Zauber an. Feuerball. Drecksau. Mistkerl. Okay, diesmal sind ein paar mehr eingeschlafen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Verstummen sofort. Das ist schon mal gut. Das scheint alles super zu klappen. Ah, die haben was gegen meinen Samurai. Haut auf den Chojin drauf. Der hält mehr aus. Also da sind wir jetzt nicht schlecht durchgekommen. Ninja nähern sich. Wie gehen wir am besten vor? Wir haben ein paar, die pennen. Das ist echt gut. Drei Samurais sind schlafen gegangen. Also das war eben wohl das Pech, dass das nicht geklappt hat. Dann sollten wir vielleicht doch noch mehr schlafen legen. So, du hast eine super Klinge. Ich würde sagen, du haust einfach drauf. Versucht, diesen Obermonster zu kriegen, den kriegst du sowieso nicht eingeschläfert. Samurai hat noch keine so gute Klinge, kann da noch irgendwas anderes machen. Schadenszauber. Feuerball kann er machen. Und damit die ganze Truppe da unten schon mal etwas schwächen. Was hast du? Gift hat nicht geklappt. Du hast nochmal einen schönen Schlafzauber, den du bitte... Ninjas? Ninjas machen viel Schaden. Oder Samurais? Die Samurais waren anfällig da drauf. Komm, Ninjas. Versuchen wir es. Angriff auf den Obermotz. So, und du fängst jetzt an. Wort des Todes. Das hat gut geklappt. Und du heilst bitte mal Wunden heilen. Höchste Stufe auf Sam. Oh yeah. Wieder auf den Samurai. Was hast du gegen den? Lass den in Frieden. Ja, sehr gut. Guten Schaden gemacht, Valhall. Feuerball klappt auch ganz gut. Bisschen geschwächt, die Gegner. Einen verfehlt. Und die restlichen Samurais waren getroffen. Wunden heilen. Boah, höchste Stufe hat nicht ausgereicht. Ninja tritt. Nicht getroffen. Mein Ninja ist ausgewichen. Yeah. Spannender Kampf. Spannendster bisher, finde ich. Oh. Nein. Ja, Wort des Todes. Echt nicht schlecht. Ninjas legen sich mit meinem Ninja an, aber ich bin einfach zu agil. Nein, 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 nein. Ja, jetzt habt ihr es geschafft. Den Samurai besiegt, ihr Pong, Pong, Pong. Wollen sie mich echt ärgern? So gut durchgekommen. Dann sowas. So Mist. Ja, Chojin. Hau drauf auf den... Ah, der hat sich nach hinten verkrochen. Das gibt's ja wohl nicht. Komm wieder nach vorne, du Feigling. Von hinten jetzt Magie drauf machen, oder wie? Ah, auf die Ninjas. Mach nochmal was zu Todes. Mal gucken, ob ich es überhaupt besiegt kriege. Schauen wir mal weiter, wie viel noch sterben. Das wird er sich da wahrscheinlich jemand anderen aussuchen. Obwohl er ist auf die Rückseite gegangen. Einmal Feuerball. Auf die Ninjas. Los geht's. Gucken wir mal durch wieder.
Ich glaube, nur noch er ist da. So ist es. Ja, wir hätten ihn jetzt besiegt. Da müsste ich gucken, wie viel von den Werten sich verändert. Aber ich, also Vitalität ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch viel mehr sich verändert. Komm her, du Mistkerl. Ihr haut alle drauf. Stille nochmal. Ich will nichts hören von dir. Und du kriegst nochmal ein Gift versuchen wir. Du, Pong, Pong, Pong. 44.000. Zwei Tode. Hart erkämpft wäre das. Ich muss den irgendwie anders hinkriegen. Was ist denn, wenn ich den Samurai weiter nach hinten tue? Die Walküre nach vorne. Das Problem ist, der Samurai hat keine Fernkampfwaffe, in der er ausgebildet ist. Grrr. Mist. Ja, hätte ich jetzt einen Ninja aus ihm gemacht vorher und dann gewechselt die Klasse, könnte ich mit Verstecken das versuchen. Ein neues. So, Stille auf den Hauptkerl. Einschläfern die Samurais. Einschläfern die Ninjas. Nee, Blitz brauchen wir nicht. Wir hauen hier mit der Superwaffe drauf. Valkyrie und der Lord haben ja Topwaffen. Die schlagen auf jeden Fall zu gleich. So. Lass mal versuchen, die anderen auch nochmal einzuschlafen. Vielleicht klappt das ja, wenn ich jetzt viermal Schlaf auf höchster Stufe mache auf die. Habe ich natürlich keine Stille gemacht. Also ich muss erst Stille machen. Ohne Stille geht es am Anfang nicht. Erst Stille. Und dann versuchen alle wegzuschläfern. Dann hat sich auch ein bisschen Glück, ob es klappt oder nicht klappt. Es wird ja erwürfelt. Stille. Auf ihn. Du kannst keine Stille, also machst du einen Schlaf auf die. Du kannst keine Stille, also machst du einen Schlaf. Auch auf die. So, du kannst nicht, schlägst zu. Stille. Auf die. Und du machst Stille auf die Ninjas. So. So würde ich sagen, ist die erste Runde perfekt. Ja, Chojin ein bisschen Schaden genommen, das ist aber okay. Hauptsache, sie schlagen nicht auf den Sam, der Chojin hält einfach mehr aus. Wenn ich mich da mal nicht täusche. Du Scheiß. Ach du Kacke. Ja, das war wohl nichts, ne? Nein, das ist ja voll der miese Kampf. Ich glaube, ich muss mich hochgrinden. 2-3 Level höher, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann habe ich mehr HP. Hab mehr Verteidigung natürlich auch noch, weil es dann bei jedem Stufenanstieg erhöht sich die Verteidigung, die Resistenzen gegen Gift, Luft, Magie, gegen alles eigentlich. Vielleicht sollte ich vielleicht für den Kampf auch dem Chojin die ganzen Sachen geben, damit der vorne voll viel aushält.
und total mächtig ist. Das könnte ich testen. Ich versuche es jetzt noch einmal. Wenn nicht, dann muss ich es nochmal irgendwie anders deichseln. So, stille Zauber auf euch. Na, nicht Magiegeschoss. Schlaf auf die sechs Samurais. Und auch nochmal Schlaf auf die sechs Samurais. So, der hat nichts. Dann zu hauen. Stille auf die. Und nochmal Stille auf die. Gar nicht gut. Okay, einige eingeschläfert. Das ist schon mal sehr gut. Vier Samurais schlafen. Deswegen ist etwas. Die Ninjas kann ich, glaube ich, nicht einschläfern. Das hätte ich also auch sparen können, schon mal da einschlafen zu machen. Das scheint. Ah, nee, ich habe Stille auf die gelegt, ne? Genau so war das. Ich habe Schlaf noch gar nicht auf die draufgelegt. So. Dann lassen wir den mal zuschlagen. Gegen den Hauptkerl. Damit der Schluss mit lustig ist. Hast du noch Punkte da drin? Nee, nur Schlaf. Dann würde ich sagen, machst du Feuerball auf die Ninjas. Und ja, verstecken wäre nicht schlecht, aber es wird ja wahrscheinlich nicht klappen. Dann heil dich mal. Selber. Ja, du machst gut Schaden. Du musst zuschlagen. So. Pfauch des Todes. Wunden heilen. Los geht's. Toi, toi, toi. Schlag nicht aufs Gaido drauf, bevor sie geheilt ist. Nun heilt sie schon. Zwei Leute. Ah, da ist er. Jetzt muss ich Sam überleben und ich muss Sam heilen. Ah, das ist wohl nichts. Okay, das klappt nicht. Das ist echt ein Glücksspiel. Entweder hochpowern oder sterben akzeptieren. Um da etwas mehr. Ich muss ihn nicht mal besiegen, um das Spiel durchzuspielen. Aber ich will gern die Sachen für den Samurai haben. Allein schon wegen der geilen Klinge. Die droppt das beste Schwert für den Samurai. Und das würde ich dann mitnehmen in Teil 7. Ich will's haben. Ich will's haben. Schauen wir uns doch mal an. Was haben wir denn hier? Wir könnten von der Walküre etwas rüber tun. Und zwar die Mantisstiefel. Könnten sie Chojin geben. Wenn Chojin attackiert wird, hat er noch mehr Schutz. Was ja nicht schlecht wäre. Beastmaster, weg damit. Stählerner Helm, weg damit. Der ist aber schon ziemlich gut, ne? Ausrüsten.
Ja, muss ich hoffen, dass das ja auch nur für den Kampf dann eigentlich. Geben wir das mal Valhall. Die Silberschuhe. Sehr gute Schuhe. Und rüsten die da mal aus. Nein, nein. Und geben die Mente-Schuhe an Chojin. Da müsste ich so lange ausprobieren, bis Chojin die angegriffen wird am Anfang in der ersten Runde, um da schon den Vorteil zu haben, dass er nicht so viel verliert. Weil er dann komplett gebufft ist. Könnte ich einen Vorteil rausschlagen. Ansehen. Dorn. Kupferhandschuhe. Eben Holzpanzerbeine. Ja. Geben wir rüber. Ausrüsten. Ah, Mist. Ein Fehler. Halt. Raus. Nein. Ausrüsten. Nein. So, nein. Geben an Chojin Ebenholzpanzerbeine. Ansehen. Valhall. Was haben wir denn noch hier? Ebenholzpanzeroberteil. Genau, das brauchen wir auch noch. Das muss auch noch rüber. Nein, nein. Gebe an Chojin im Holzpanzer. Diese Knochenkette könnte, glaube ich, der Samurai tragen, oder? Prüfen. Nein, kann er nicht. Und der Lord kann sie auch nicht tragen. Okay. Nur weibliche Charaktere, glaube ich. Chojin. Was hast du denn da? Ölmantel, Ebenholz, vollendeter Panzer. Ah, ich trottel. Nichts, nichts. Ich muss ja die Ebenholz anziehen. Ebenholz. 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 Nein, nicht die Silberhandschuhe. Ich will die Mentes-Handschuhe haben. Wo habe ich die denn? Habe ich irgendwo liegen lassen. Geben wir erstmal Valhall. Ich glaube, Valhall hatte das Oberteil. Sein. Ah, die Mentes-Handschuhe sind hier drin. Entfernen. Exit. Ausrüsten. So, Mentes-Handschuhe. Mentes-Stiefel. So, jetzt hat er die besten fünf Kleidungsstücke an, die es im Spiel gibt. Mehr Schutz geht nicht, außer halt durch den Bonus, wo ich einen Ölmantel habe. Ich habe auch noch den Drachenschild, gibt auch nochmal minus 4 zusätzlich. Nein, nein. Gebe Dorn. Vollendeter Pupsi-Fupsi. Und geben Valhall. Ich habe die extra aufgeteilt, die Sachen, damit jeder ein bisschen Schutz kriegt. Aber gegen diesen Kampf ist das einfach zu viel. Ist natürlich jetzt super ausgerüstet dadurch. Ich meine, die vordere Reihe kriegt am meisten ab, ne? Ich könnte natürlich durch ihn so einen Superkerl machen. Aber besser ist die Verteidigung, dass jeder ein bisschen Schutz hat drin. Würde ich sagen. Knochenkette. So, dann müsste Dorn noch Handschuhe fehlen. Ansehen, Dorn. Ausrüsten. Ich habe Silberhandschuhe hier. Wem fehlen denn hier die Handschuhe?
Er hat Handschuhe. Hat auch Handschuhe. Ah, okay. Ich habe einmal zu viele Handschuhe. Dann ziehst du natürlich die Silberhandschuhe an, weil die ja mehr Panzerung haben. Nein. Und gibst diese Handschuhe Sam. Der soll die mal lagern. Sehr schön. Schon wieder ein bisschen mehr Rüstungsschutz. Puh. Okay, speichern. Eine halbe Stunde schon dran. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Versuch gegen die Samurais mal nach diesem Take. Bis demnächst. Euer Chojin.